Ich drehe am Rad und nehme dich da mit, wenn du willst. Wir machen ein kleines Türchen, Bahntrassenradeln. Tritra, trulala, die Bahntrasse ist wieder da. Wo es genau hingeht, erkläre ich dir gleich. Wetter sieht Bombe aus, also das wird ein toller Tag. Auf geht's! Durch Pferdemist, Schwelm und Wuppertal bin ich durch. Also da besteht kein Zusammenhang. Also die beiden Städte habe ich passiert und fahre jetzt unter der Autobahn A1 durch den Tunnel auf die Nordbahntrasse. Und dann nehme ich dich mit. Die Nordbahntrasse, die fahren wir jetzt runter bis Schee. Man hört das Rauschen von der Autobahn im Hintergrund, aber man hört auch ganz viel Natur hier. Also die Vögel zwitschern sich die Segel aus dem Leib. Richtig schön. Und das Grün ist da. Maigrün, würde Ursel sagen. Ich komme jetzt zum Haltepunkt Bracken. Nachdem ich gerade über die Brücke Bracken gefahren bin, und zeige dir das gleich mal. Hier ist der Haltepunkt Bracken auf der Nordbahntrasse in Wuppertal-Nächstebreck. Den Tunnel Schee habe ich passiert. Im Hintergrund hört man Bauernhofgeräusche und der Hahn scheint gerade aufzustehen. Oder macht zumindest die anderen wach, vielleicht ist er schon länger wach. Ja, und jetzt geht's weiter über die Nordbahntrasse zum Abzweig Schee. Nehme ich dich mit. Ja, vorhin ist mir ein Eichhörnchen über den Weg gelaufen. Ganz schön gefährlich. Die Strecke ist aber auch schlecht verkehrstechnisch ausgebaut. Keine Ampelanlage, kein Zebrastreifen. Aber was will auch ein Eichhörnchen mit einem Zebrastreifen? Ich hoffe nicht, dass mir noch ein Zebra über den Weg läuft. Das Stück Kohlenbahntrasse oder jetzt Glückauftrasse führt durch den Wald und auf verfestigtem Grund, also kein Asphalt mehr, sondern es hat eine Schotterdecke. Aber durch den Wald ganz angenehm, gerade so im Sommer ist das ganz schön, weil es hier halt nicht so knallig ist mit der Sonne. Na, das ist aber ein Original. Eine Lore, eine Bergmannslore hier am Dampfbahnclub Spruckhövel. Also zum Anfassen die Bergmannsgeschichte. Musik.
Wer will denn woanders in den Urlaub fahren, wenn er das hier hat? Ui, der Hahn kräht. Ist ein bisschen spät dran. Wir haben, glaube ich, schon 10 Uhr. Guck mal, kannst sogar lange im Bett bleiben. Der Hahn kräht erst spät. Hammer, ne? Ja, hinter mir ist das Kaffeekännchen. Den offiziellen Teil der Glückauftrasse habe ich jetzt hinter mir. Ich werde jetzt auf Empfehlung eines Komoot-Users mal ein Stückchen weiterfahren und gucken, ob ich auf die Harcourt-Schlebuscher Trasse noch komme und dann runter nach Gevelsberg fahre. Kaffeekännchen sieht fast so aus, als würde es aufmachen. Wir haben heute Feiertag. Schauen wir mal. Aber ich fahre jetzt weiter. Ja, dann zur nächsten Station. Ja, ich mache eine kleine Brotzeit. Ich habe es heute Morgen gefrühstückt, war aber schon sehr früh los. Und jetzt kommt ein kleines Hühnerchen und ein Dürstchen. Ich habe aber nichts Besonderes mit. Einfach nur ein Schnittchen, eine Stulle, wie man hier sagt. Ja, und die werde ich jetzt essen. Und dann geht es gleich weiter. Im Hintergrund hörst du die Kirchenglocken. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ach, kann ja hier gucken. 10.31 Uhr, halb elf. Ansonsten hier traumhaft. Das Stück kenne ich noch nicht, das ist neu für mich. Für dich dann auch, zeige ich dir. Das ist die Sylsche der Kohlenbahntrasse, die ich jetzt fahre. Bin jetzt mitten im Wald und es ist relativ wenig los. So wie ich sie nicht kannte, kennen sie wahrscheinlich gar nicht so viele. Aber wirklich traumhaft. Kann ich dir auch noch empfehlen. Ja, es sind auch viele Wandersleute und Spaziergänger hier unterwegs. Und natürlich auch viele mit ihrem Hund. Habe ich letztens noch gelesen, wenn man auf einer Bahntrasse mit dem Hund spazieren geht, heißt das wohl Trassi gehen. Ja, Trassi gehen. Kannte ich auch nicht. Ja, ich habe gerade einen Zitronenfalter gesehen, aber keine Zitronen. Ich weiß nicht, was der hier faltet. Der Wald hier sieht noch wirklich gut aus. Das heißt, hier ist hauptsächlich Laubwald und ein paar Kiefern sind dabei. Die sind aber von den Borkenkäfern verschont geblieben. Und das Maigrün kommt durch. Richtig schön. Also das Wetter hat sich gemausert. Ich bin wieder an so einem Microsoft-Hotspot angekommen. Jetzt fragst du dich, was ist ein Microsoft-Hotspot? Naja, das sind die Plätze auf der Welt, die dazu dienen, einen gescheiten Bildschirmhintergrund zu bekommen. Jetzt guck dir das mal an hier. Hier ist Berge knapp, ich bin am S-Bahnhof. Und nach den ganzen Bahntrassen, die wir gerade sind, kommen wir jetzt auch noch in den Genuss einer Bahn. Hier ist Ennepetaler Gebiet. Unschwer zu erkennen an der Ennepe, richtig.
Ich radel jetzt so ein bisschen an der Ennepe längs, das ist ganz angenehm, wieder weg vom Verkehr. Ja. Naja, die Wolken ziehen sich langsam zu, aber ich habe mich langsam ausgezogen. Das wurde dann doch zu warm. Ja, irgendwie stimmt da keine Prognose. Er wirft keinen Schatten. Sonne ist auch nicht mehr da. Da kommen jetzt dunkle Wolken und ich muss zusehen, dass ich nach Hause komme. Aber es ist zumindest trocken geblieben. Und er ist nicht geplaut worden. Das ist auch schon mal was. Fürs Protokoll. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Schau mal. Ja, da sind wir wieder. Zurück von unserer Tour Tritra-Trulala. Die Bahntrasse ist wieder da. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Mo. Bleib gesund.